Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last Campfire. Ja, in der letzten Folge sind wir genau hier stehen geblieben und wir haben jetzt die große Aufgabe, dass wir durch die Tür müssen. Once again, Ember could feel eyes watching. Nicht weglaufen. Hä? Ember uncovered a journal entry. Dusk brings the longest shadows. The lanthorn comforts me. Soft melodies from home. The wild things listen. Yellow eyes in graying trees. Machen wir erstmal den. Ember approached the forlorn. But felt it was different. They said, I know what I need to do, what I need to feel. I don't want to be helped. Ember could not help. Not all problems were puzzles to be solved. Okay. Ach, das ist ein Aufzug. Wie geil. Okay, also da oben können wir nicht rum, so wie es aussieht. Oh, hier sind ganz viele Leute. Oha. Know where we are. I've been walking forever, lost in the marsh. The two travelers were talking quietly. Yeah, I got so lost in the marsh, you know. Why go anywhere else if it's safe here? Yeah, never having to worry again. The birds scare me though. Okay, also da oben sind noch große Leute. Oh, hier hinten auch. The guard squawked. Stand back, don't come any closer. The guard was protecting a path down between the rocks. Nothing down there but sadness and turning forlorn. Go see the Forest King. He'll set you straight. The Forest King showed me the way. You'll see there's no need to keep going. He'll make a bird of you. Go get your feathers. Okay. Der will mich zum Vogel machen. Das ist natürlich nicht schön. Können wir auch nichts machen. Ich denke mal, da müssen wir dann irgendwie einen Aufzug oder sowas später hochholen. Ja, unten, das sieht aus wie ein Aufzug. Da sind wir hochgekommen. Gucken wir erstmal hier. Hier brauchen wir einen Schlüssel für. The crossroads gate was locked. Naja, ich habe keinen. Ist mir schon klar. Wir können zwar mal mit dem Netz probieren, aber ich weiß nicht, ob wir so gut im Aufbrechen sind. Da oben links dürfen wir aber rübergehen. The guard joked. Another scrawny ember from the forest. And with a bag looking all nicely and shiny. Both guards started looking at Ember with a deathly stare. The guard leered. The Forest King would like you, little scruff. Yes, come a little closer. Let us see what's in that bag. Ach, jetzt sehe ich das erst. Die sind da unten drin. Das sind Kostüme. Die haben die gar nicht verwandelt. Ah. We guard the door to the Forest King. Oh yes, we decide who gets to see the King. The Forest King will want to see you. Yes, come this way. Nein, geh doch nicht automatisch da rein. Oh mein Gott, ich wollte erstmal links die Treppe hochgehen.
shit. A feeling of foreboding overcame Embo. Oha. Embo was terrified, but tried not to show it. The giant bird spoke softly. Another little Embo. Speak, little one. Do not fear. The bird is a friend. Ach, Ember heißt Glut. Mm. Ember wanted to feel safe. Oh, little Ember, birds won't hurt you. Birds will take another under our wing. Stay safe in the nest, you'll never turn forlorn. Ember was still afraid. Is it the night that scares you, little one? See, night is gone. Day is here. Birds will make the world less frightening. It wasn't only the night that frightened Ember. Ich möchte weitermachen, ich möchte anderen helfen. The bird was disappointed. Stay? No need to help, silly forlorn. Hope is false. Hope hurts little ones in the end. The forest king spoke so gently to Ember. Perhaps they could rest here for a while. It was hard to know what else to say. Nein, ich will nicht bleiben. Clever little Ember. Hallo? You will stay. You will not turn forlorn. Search for hope no more. Now take this feather. Okay. Feather means Ember is one of us now. Birds keep little ones safe. Birds should never leave the nest. Ich habe eine Gehirnwäsche bekommen. Hilfe, ich muss hier raus. Clever Scruff sticking with us. I can hold that bag for you. Leave him alone. They're one of us now. Yeah, one of us. And we all share bags and things. Nein, lass mich in Ruhe. Ich gehe jetzt. Tschüss. The stranger wanted Ember's attention, being careful not to speak too loudly. You should get away from here while you still can. You can't trust the birds. I've heard there's another campfire in the marsh. Well, that's where I'm going if I can find a way down. Tja, ich hätte sogar zwei Wege. Aber wie kriegen wir die hier hoch? Vor allen Dingen, ich kann ja auch hier nichts mehr machen, ne? Was ist das? The travelers had disappeared. Their campfire remained. The ashes were still warm. Bear tracks lay in the cinders. Hm. Haben die jetzt quasi verschleppt? Das hört sich zumindest so an. Darf ich da jetzt hin? The guards squawked. Stand back, don't come any closer. Nothing down there but sadness. Go see the forest king. He'll set you straight. Feder zeigen. Ah. Got your first feather, I see. Best prove yourself, Scruff. Stand watch here.
promise you won't let anyone pass. Wieder wegtrottet. Okay, dann habe ich es richtig gedacht. Dann ist die Feder jetzt unser Einlass. Deceiving the birds. But what choice did they have? Ach da. They couldn't rest in that place forever. They had to keep going. Ist das jetzt dieses Moor, von dem die gesprochen haben? Sieht ja, Ostmoor. Hä? Ist hier unten noch irgendwas? Moment. Hidden away was a scrap of journal. There were memories here, bound in rock. I hear their voices echo in the ancient stone. I find footprints by the cinders, a makeshift camp. Amber hurried away from the birds. The mist hung close to Amber, hiding them. The forest king seemed frightened, the birds cruel. Amber would rather risk turning forlorn than become like them. Ahead there would be others to help, and maybe a way to move on. Hallo. Kommst du mit mir? Moment, da kann man aber noch weiter nach rechts. Dann gucken wir jetzt erstmal hier. The traveler seemed distressed. I'm sure it's fine. They'll be okay. But it's been a while since. It's my fault. Hm. Können wir da noch was machen? Nein. Oh. Das ist nochmal ein komplett neuer Bereich. Dann gucken wir erstmal hier, was wir jetzt da noch machen können. Ich habe auch gesehen, da ist noch eine Abkürzung. Ach, da war ein Fisch. Amber found a scrap of journal. I heard them coming. The snap of a twig, a flutter of birds. A figure dashing through the undergrowth. Another like me? Yay! Ich denke mal, da hinten kann man aber nichts mehr machen. Ne? Das sieht nicht so aus, als ob man da noch rum kann. So, dann werden wir mal hier schauen. Und damit was machen? Nee. Kann man von hier aus mit dem reden? The traveler whispered quietly. No matter where I go, I always end up here. No matter where I go, always here. Ich kann jetzt hier nur links rum. Die Karte. Oh Gott. Sieht mir so nach einem Schieberätsel aus. Kann ich hier noch irgendwas? Da ist noch was. Hidden inside was the Wanderer's journal. Another face at last. A catcher of fish resting by a pond. We work together. Silk and tar and aching fingers. My boat floats once more, though I almost wish to stay. Hm. Es hört sich ja so an, als ob die alle versucht haben zu flüchten. It looked like a map, but pieces were missing. Ach so. Das kann man aber wieder verschieben. The piece formed a new route.
Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen durch den Nebel durch, damit wir den nächsten Teil für diese Map dann kriegen. The fog was so blinding, Ember was turned around. Ember kommt nur nicht mehr zurück. Hallo? Ah, jetzt. Na gut, dann probieren wir das jetzt erstmal. Mann, geh doch mal da hoch. Erstmal hier aus. Gucken, ob wir da hinkommen. It was the same place as before. But Na toll. how? In a haze, they said, "You're just like me now. Going round and round and round and never escaping." Na, davon bin ich noch nicht überzeugt. Ich muss erst mal gucken hier. Das ist aber nicht das An Gleiche. eerie scene, like a moment frozen in time. Inside was a secret diary entry. Pink, orange, red, brown, leaves gently dancing to the ground. Crunch, crackle, lovely sound, fall into a giant mound. Nehmen wir den mal wieder mit. Hier oben kommen wir nicht weiter. Also müssen wir quasi den Weg wieder zurücknehmen. Jetzt läuft der Weg. Okay. Von mir aus. was ist denn das für ein Teil? Den hat er jetzt automatisch da oben hingemacht. Nee. Der gehört wahrscheinlich hier hin, nehme ich mal an. Aber der... Bringt uns das was, wenn wir das nach da oben machen? Wir müssen ja eigentlich... Eigentlich bringt uns das ja nichts, ne? Also wir haben jetzt die zwei Teile. Das Problem ist, die kommen so. Das ist mir schon klar. Nehme ich an. Problem ist halt, das wird nicht blau. Das wird blau, aber das macht dann keine neue Karte, ne? Ich hab's gerade gesehen. Ah, ich bin so doof. Ja. Ich habe das erst gar nicht realisiert, dass da unten, dass man da einen Weg hinbauen kann. Ja. The fog was so blinding, Ember was turned around. Hä? Warum? Warum? Wir müssen... Also wir haben ja nur die zwei. Das ist ja das Problem. Das ist... Wenn wir das so machen... Ja gut, das ist halt nicht mit unten verbunden. Ne? Wenn wir das jetzt hier... reinschieben, dann ist das mit unten rechts. Ach so. Ah, Moment. Müssen wir dann von da aus dahin? A section of bridge has somehow been ripped from its foundations. Auf jeden Fall ist der Weg ein bisschen anders. It was like the map had been broken on purpose. So. Nehmen wir das mit.
Ja, sehr schön. Okay. So, dann können wir den Weg wieder zurücklaufen. Und können die Karte einsetzen. Da ist die eigentlich perfekt. Aber wir brauchen eine Verbindung nach oben. Ach so, das geht gar nicht. Moment. Da muss ich anders machen. Hier hoch. Los. Nicht? Ich dachte, wir kommen dann oben links hin. Wir haben jetzt 1, 2 und 1 war ja schon drin. Das heißt, wir müssen doch jetzt nach da oben links, oder nicht? Aber das wird nicht blau. Wieso wird das nicht blau? Die Verbindung ist doch da. Hä? Also wir können nach links und nach oben. Wir hätten die Verbindung. Das bringt uns ja alles nichts. Ach so. Ah, da müssen wir erst dahin. Okay. Ja gut, das bringt uns natürlich schon was. Dann machen wir das erstmal. Keine Ahnung, warum wir jetzt bei dem anderen nicht hingekommen sind. Weil die Verbindung war ja eindeutig da. The mist revealed a secret place. Was it hidden on purpose? Kann man nichts machen? Hallo? Da können wir hoch. Hallo du. The stranger spoke. You know, part of me didn't want to be found. I said some things I shouldn't have. And now I'm lost. And it's too late. Okay. Was kommt jetzt? Sind die Statuen bestimmt? Nee, das sind die Dinger. Aber was bringt mir das? Kann ich... Ich habe ja hier nichts zum Verschieben, ne? Oder habe ich unten was, was ich hochschieben kann? Moment, erstmal... Da kommen wir nirgendwo hin, ne? Nee. Das heißt... Och, geh mal darum hier. Das heißt, ich... Ah, die Statue da unten bestimmt. Die Frage ist, da komme ich runter. Frage ist, da müssten wir die Statue wahrscheinlich... Ist hier unten noch was? Achso, da kann ich runter. Die muss ich nach unten bringen. Und das geht nur über die Treppe da hinten, damit ich hier nicht klettern muss. Verstehe. Okay. Setze ich die ab, komme ich da noch rum? Ja. Ja, ja, ich hab's verstanden. Also einmal drehen. Die einmal auf die andere Seite. So. Dock, genau. Wieder zurück. Und dann nehmen wir die jetzt mit. Dann werden die Statuen wahrscheinlich auseinandergehen oder so und irgendwie was preisgeben, denke ich mal. Ja. Genau. Perfekt. Auch wenn mich die Frösche immer noch irritieren. Aber das ist wahrscheinlich nur Beiwerk. So. Kann man da drauf springen oder so? Oh, hi. The skeleton looked peaceful. Held tightly in its hand was a red feather.
skeleton look held tightly ja, in weiß ich, ich will ja auch die Feder nehmen. Sag mal. The skeleton looked peaceful. Held tightly in its hand was a red feather. Ist das dein Ernst? Ich brauche die Feder. Soll mich doch beweisen, hat der Kerl doch gesagt. Kann ich den hier kaputt pusten oder so? Ein heiliges Instrument mit der Macht, die Welt zu bewegen. Okay. Oder muss ich das doch da reinstellen? The statue spoke, just as it once moved the hearts of the forlorn. The instrument you now hold has the power to move the world around you. Another before you took great effort to hide it deep within this riddle. Hallo? Geht's noch? Jetzt komme ich da nicht ran. Kann ich das denn jetzt benutzen? Da ist es nicht drin. Das ist ja jetzt irgendwie hier unten rechts drin. Aber wie kann ich die jetzt benutzen? Moment, jetzt habe ich oben Y gedrückt. Mit Y gehe ich wieder raus. Okay. Ah, mit A. Da tut sich nichts. The lanthorn began to glow. Ja. Und nu? Drücke Y. Ja, das habe ich schon verstanden, aber... Darauf geht's nicht. Es geht nur mit den Dingern. Kann ich die denn vielleicht, während ich die am Anvisieren bin, irgendwie drehen oder so? Ah! Okay. Okay. Ja, sehr geil. Kommen auch dahin. A lost message was inside. The mist is thick. One way blurs into another. Where do I end? Where does the world begin? I cannot see far enough to tell. So, jetzt kann ich mit dem nicht darunter. Ist das blöd hier mit dem... Ich will die Feder haben. Ja, ich weiß. Ach, du kannst mich mal. Mann. Okay. Ja, es ist jetzt blöd, aber die Feder... scheinen wir so nicht zu kriegen. Das ist echt doof. Komme ich denn jetzt wieder zurück? Bin ich überhaupt wieder hergekommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich bin doch von hier unten irgendwo gekommen, oder? Achso, von hier, ne? Ja, klar. Aber, Moment, habe ich jetzt... Ich habe kein Puzzleteil, ne? Ich habe noch kein Puzzleteil. Ich muss hier... Moment. Nein, geh wieder zurück. Zurück, zurück, zurück. So, du kannst das Ding ja bewegen. Ember found a secret note from the Wanderer. Something beckons.
This place is not home. I trace the map in my head, recite the older myths. I have to move on. Okay, die Frage ist jetzt nur... Nein. Ja, ist ja gut. Falsche Taste. Entschuldigung. Da hinten komme ich eh nicht weiter, ne? Aber ich habe sonst, glaube ich, nichts gehabt, wo ich das noch bewegen konnte. There was one last place to reach on the map. Ja, sehr geil. Jetzt komme ich unten wieder raus. The fog was so blinding. Ember was turned around. Ah, okay. Aber ich habe ja, ich habe das Ding ja nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich auf jeden Fall noch eine holen muss. Ja, aber wenn ich das nach unten schiebe, komme ich da nicht ran. Das heißt, ich muss normalerweise auf diesem Pfad definitiv das Puzzlestück noch holen. Aber hier ist nichts mehr, wo ich ein Puzzlestück holen kann. Also das mit der Feder, das regt mich ein bisschen auf, ehrlich gesagt. Dass wir da jetzt nicht weiterkommen. Dass wir die nicht holen können. Aber hier ist nirgendwo ein Puzzlestück, was ich mitnehmen kann. The stranger spoke. I said something, ja, and now I'm lost. Ja, ja. But it's too late. Hm. Ich hätte das schon gerne noch in dieser Folge gemacht. Das ist jetzt schade. Moment, da oben? Kommt man auch noch hin? Wahrscheinlich komme ich da erst später hin. Ich bin mir aber nicht sicher. Drin schaue ich jetzt auch noch mal kurz nach. Aber da gab es ja keine anderen Optionen mehr, ne? Das können wir nur hoch und runter bewegen. Nee, da gab es auch keine Optionen mehr, wie ich das machen könnte. Wenn ich die wegnehme, kommt auch nichts, was jetzt irgendwie nach da hinten kommt. Hm. Hier konnte ich nur nach links. Nach oben bringt mir auch nichts. Ja, das ist blöd. Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt sehr gerne noch in dieser Folge gemacht. Aber ich will die Folge nicht zu lange machen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich könnte eine Sache noch kurz ausprobieren. Nee, Moment, unten rechts sind wir schon gewesen, ne? Wir waren unten rechts. Wir waren bei dem unteren hier und sind jetzt bei dem oberen. Nee, nee, okay. Dann brauche ich das doch nicht mehr ausprobieren. Ja, dann machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, damit die Folge nicht zu lange wird. Und dann schaue ich in der nächsten Folge auf der rechten Seite von mir nochmal nach, ob ich da vielleicht irgendetwas finden kann. Und ja, ansonsten müssen wir vielleicht mit der Karte nochmal so ein bisschen rumhantieren, ob wir da vielleicht doch noch irgendwie was kriegen. Vielleicht ist das jetzt auch frei mit dem Linken. Das könnten wir mal als erstes probieren, weil das ja nicht geklappt hat. Der hat keine Verbindung aufgebaut. Müssen wir mal gucken. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.